In Alplan soll hier eine Musterlinie als Doppellinie definiert werden. Dann kann man in den Voreinstellungen bei Definitionen hier die Musterdefinition auswählen. Je nachdem wird eventuell das Muster aus dem Büropfad oder aus dem vorhandenen Projekt genutzt. Okay. Dann kann man hier in den Musterdialogen zuerst einmal ein Muster auswählen. Eines, was frei ist, vielleicht die Nummer 30, eine freie Nummer. Dann hat man hier einen Vorschaukasten, dessen Höhe und Breite über diese beiden Knöpfe definiert werden kann. Standardmäßig ist das jeweils 1 Meter, sprich 1000 mm breit. Hier wird einfach eine Linie genutzt, entlang des Kastenrandes hier oben horizontal rüber und hier unten auch nochmal horizontal rüber. Dann hat man eine Doppellinie der Breite 1 Meter, 1000 mm definiert. Hier gibt es noch ein interessantes Knöpfchen, dass Stift, Farbe aus Definition für die Darstellung des Musters maßgeblich sind. Wenn man das eingeschaltet lässt, kann man machen, was man will. Das Muster hat immer 0,25 durchgezogen schwarz. Wenn man das ausschaltet, wird das Muster die Stiftdicke und Farbe annehmen und Strichart, welche man dann in den Eigenschaften einstellt. Das Muster ist soweit fertig. Es kann noch einen Namen bekommen mit dem Knopf. Doppellinie und es kann gespeichert werden. So, dann ist das soweit fertig. Escape. Dann kann man das verlassen. Wenn man Muster als Musterlinien zeichnet, sollte man das bevorzugt über das Werkzeug Polygonzug erledigen. Dann kann man die Musterlinie aktiv setzen und hier reingehen in die Eigenschaften und das vorher abgespeicherte Muster, genannt Doppellinie, auswählen. Auf eine Höhe und Breite kann man es einstellen. Hier 0,1 in beide Richtungen oder 0,2 Meter, je nachdem, was man braucht. Und dann kann man sich noch entscheiden, ob das Muster, die Musterlinie so gezeichnet werden soll, dass es zur Bezugslinie rechts, links oder mittig liegt. Vielleicht soll hier die Mittelachse nachgezeichnet werden. Eine Eckverschneidung auf Gehrung sollte man noch nutzen, gerade beim Polygonzug. Dann kann man wunderbar den Polygonzug als Doppellinie zeichnen, als Musterlinie. Und je nach Spurverfolgung sieht man dann, wie sich das mittig ausrichtet. Und dank Eckverschneidung hat man dann auch hier die Doppellinie. Wenn man neu weitermacht mit Aufstoß, sieht man, was beim zusammenhängenden Polygonzug beim Muster bei der Doppellinie rauskommt. Fließend hängt je nachdem davon ab, ob man Splines oder Kurven nutzt. Also hier bietet sich am besten alles an mit der Verschneidung auf Gehrung. Keine Verschneidung rentiert sich auch nicht so sehr. Vielleicht kann man das Muster auch schließen, indem man Anfangs- und Endpunkt des Polygonzugs erwischt, dann wird das hier auf Gehrung geschlossen. Wenn man das nochmal mit einem Polygonzug zeichnet, kann natürlich auch die Lage zur Beziehungslinie rechts oder links sein, was man dann beim Entlangfahren entsprechend sieht, weil man vielleicht irgendwelche Außenmaße abgreifen möchte. So kann man dann die Doppellinie ganz gut als Musterlinie nutzen.